Hallo Leute, mein Name ist FreshG und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Bioshock Infinite. So, und jetzt haben wir hier wieder so ein Audiolog. Ich hab's Ihnen gesagt, Comstock. Man verkauft der Kundschaft das Paradies und sie erwartet einen dienstbaren Erzengel für jede Arbeit. Im Reich Gottes gibt es keine niedrige Dienerschaft. Tja. Ich habe einen Mann in Georgia, der vermietet uns so viele Negerhäftlinge, wie sie transportieren können. Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen, die Buße tun, weil sie aus ihrem gesellschaftlichen Rang ausbrechen wollten. Was immer ihr Gewissen erleichtert. Mir egal. Also irgendwas geht hier richtig ab mit dem Rassismus. Mal wieder ordentlich looten hier. Hände über den Kopf! Noch ist das Teil auf meiner Seite, ach, jetzt nicht mehr. Ich dachte schon, die sind unendlich auf meiner Seite, aber das war auch ein bisschen... Oh nee, oder? Oh, das war ja jetzt fail. Das wäre ein bisschen okay, wenn die unendlich lang auf meiner Seite sind. Bis sie zerstört sind. So. Ein bisschen Kaffee zwischendurch. Kann ja vielleicht auch nicht schaden. Oh, war gar kein Polizist. Der Feuermann ist im Abmarsch! What the fuck, Feuermann? Jetzt wird's heiß. Was ist bloß los? Nimm dem Fireman die Kraft ab. Soll ich das aufsaugen oder was? Eine Kraft. Apfelskuss. Tja, man lebt nur einmal. Press to throw a fiery grenade. Hold and release to create an explosive trap. Das war keine Kostprobe. Drücke E, während der Teufelgas ausgerührt wird. Okay. Das sah gerade nicht lustig aus. Oh. Nee, ich wollte das jetzt eigentlich einnehmen. Oh. One-Shot. Nice. Öllachen. Warte mal. Ich wusste es. Nice. So ähnlich wie bei Bioshock, dass man mit dem Wasser gleich immer alles schocken kann. Oh, den Leuten geht's aber echt nicht mehr so gut. Nice. Gut. Aber wir müssen immer noch irgendwie zu dem Mädchen kommen. Wo war der Turm? Aber da kann ich nicht lang. Ja, dann muss ich wohl da lang. The Blue Ribbon. Bereich verlassen? Ja, machen wir mal.
The Rise of Columbia. Der Season Pass bringt dir 4 Ausrüstungsgegenstände, ein Maschinengewehr-Upgrade und ein Pistolen-Upgrade. Okay. Du musst alle Belohnungen einsammeln, bevor du nach Monument Island kannst. Wir haben Gesellschaft. Kann man so sagen. Warum folgen Sie mir? Wir waren schon hier. Warum folgen Sie uns? Ich... Aperitif. Fügt ein Magnetabwehrfeld hinzu, um die Verteidigung zu verbessern. Na, das lohnt sich doch. Was war denn das? Verblüffend. Dass es funktioniert hat? Verblüffend, dass es ihn nicht getötet hat. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn es einen nicht tötet. Ja, natürlich. Die beiden sind doch verrückt, ey. Was geht mit denen ab? So. Gesundheitsinfusion, Schildinfusion, Salze. Ich würde mal sagen, wir gehen immer zuerst auf Schild. Weil dann müssen wir kein Leben einsammeln. Hier haben wir noch ein bisschen Salze. Vielleicht können wir ja einmal auf Leben gehen. Machen wir es mal so. Was haben wir hier? Ausrüstung betrachten. Die Ausrüstung ist eine Art Spezialkleidung, die dir besondere Fähigkeiten verleiht. Du kannst immer nur 4 Ausrüstungsteile gleichzeitig tragen, je ein Teil pro Ausrüstungstyp. Du kannst deine Ausrüstung im Spielmenü verwalten. Neue Stiefel, Adlerangriff, erhöht an Skylines den Schaden von Waffen um 50%. Ausrüsten. Okay, jetzt bekommen wir quasi erstmal einmal alles, wa? Hosen, Hut haben wir schon. Und hier noch ein Hemd. Gut. Dann haben wir schon mal ein paar Fähigkeiten. Ihr seid beide echt komisch, aber ich guck mal nochmal hinter die Theke. Siehst du, hat sich doch gelohnt hier. Vielleicht wieder ein bisschen Cash. Haut da rein. Vater Comstock hat mich heute aufgesucht. Mich. Ich soll sein persönlicher Biograf werden. Der Mann bezahlt für exakt 100 Seiten. Im Voraus. Tja, wenn ich Silber rieche, erwacht der Schacherer in mir. Also sage ich, Vater, Ihre Herde würde für 1000 Seiten bezahlen. Warum also so wenige? Da sieht der Prophet mich an und spricht, 100 werden genügen. Ich weiß ja, wie die Biografie endet. Will er sich selbst umbringen, oder was? Das verstehe ich jetzt nicht. Wow! Der Haken muss magnetisch sein. Das ist ein nices Feature. Können wir hier unten irgendwas machen? Hier steht auch überall wieder Fink dran. Skyline-Angriff. Damn. Das hat er bestimmt gespürt. Schöne goldene Waffe hier. Okay, das Ding schießt weiter, das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch Gegner sein. Oh, nö, ich würde sagen, ich bring dich um. Noch sind die ja nicht so eine große Herausforderung. Aber wer weiß, wie viele man davon am Ende hat. Von den Gegnern. Echt krass, wo hier überall was passiert, ey.
Item. Ja, habt ihr alle nicht mehr. Alle Tassen im Schrank. Also ich kann es nur immer wieder sagen. Der Prophet hat das alles vorgesehen und ist vorbereitet. WTF, Mann. Was ist das denn für ein Kauz? Gewalt ist keine Lösung. So sehe ich für ihre Sache und ihre Leute. Was wollen diese armen Neger denn tun, so wie man sie behandelt? Das musste ja alles so kommen. Es muss nicht unbedingt Gewalt im Spiel sein. Das ist der Gesuchte. Gehen Sie, man fahndet nach Ihnen. Polizei, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie sind hier. Sch, seien Sie still. Okay, das ist ja nett. Aber also doch nicht nur Feinde hier. Ah, und die beschützen hier sogar welche. Nice. Okay, also weiter. Ihr kriegt einen Orden von mir, wenn ich das mal hier irgendwie in der Stadt so irgendwas mache. Wenn ich es mir so recht überlege, will ich eigentlich nicht hier sein. Ich kann mir vorstellen, durch Bioshock 1, was hier mal irgendwann passiert. Oh shit. Ein Geschütz ja auf jeden Fall ordentlich. Oh, wieder so einer. Richtiger Endgegner ist es auf jeden Fall nicht, dass er immer so ein Zwischenboss, wenn überhaupt. Audemus Patria Nostra Defendere. Lass mich raten, das heißt irgendwas mit verteidigen. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Okay, das sind Feinde. Nee, ey, was ist hier los? Was machen die Raben? Das hier sind Kultisten, ey. Düster, wie das hier ist. Und als der Engel Columbia den Gründern die Werkzeuge gab, das neue Eden zu erbauen, taten sie es ohne zu zögern. 85 Jahre lang bereiteten sie dem Herrn den Weg. Als aber der große Abtrünnige kam, brachte er Krieg mit sich und die Felder Edens wurden getränkt mit dem Blut der Brüder und Schwestern. Die einzige Befreiung, die er zu bieten hatte, war der Tod. Oh,
Und so führte uns der Prophet nach Peking. Und wir zeigten dem Sodom unter uns unsere wahre, von den Gründern erhaltene Mission. Und als die Mandarine und die Heuchler aus Washington ihn verrieten, da wankte unser Prophet nicht. Er winselte nicht um Vergebung. Wie unsere Väter mit dem großen Abtrünnigen brachen, so trennte unser Prophet sich von den sogenannten Patrioten. Und heute feiern wir diese Sezession. Da würde ich mal sagen, bin ich der Partybreaker. Steckt da. Nein, oh. Ach du Scheiße. Holy shit. Tja. Ich würde mal sagen, bei so einem Okkultisten hilft das dann wirklich, wenn man sagt, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Holy shit. Wovon hat der große Befreier die Neger denn befreit? Von seinem täglichen Brot, vom Adel ehrlicher Arbeit, von wohlhabenden Schutzherren, die ihn von der Wiege bis zur Bahre unterstützten, von Kleidung und Schutz. Und was hat er mit seiner Freiheit gemacht? Nun, geht nach Finkten, dort seht ihr es. Von allen Lebewesen wird nur der weiße Mann freigeboren. Und es ist unsere Last und Aufgabe, für den Rest der Schöpfung zu sorgen. Also ich bin mir jetzt nicht über die Symbolik der Glocke im Klaren, aber das hier sollen ja so die 10 Gebote sein auf jeden Fall. Dann haben wir hier einen Indianer, Asiaten. Das hier sieht so schottisch aus. Hier ist wieder was Asiatisches, ein Mönch. Hier haben wir sowas aus der Richtung jüdisch. WTF, was soll das alles bedeuten? Genau das, was... Optionale Aufgaben stellen eine Möglichkeit dar, wertvolle Ressourcen zu finden. Was wir jetzt brauchen. Finde das Schloss zum Schlüssel. Okay. Ich hab jetzt keine Tür gehabt, wo wir nicht reingekommen sind, deswegen wundert mich das jetzt. Muss ich jetzt den ganzen Weg zurückrennen oder wie oder was? Hier ist auf jeden Fall schon mal keine Tür. Nee. Ich gehe lieber weiter. Da werden sich bestimmt noch genügend Möglichkeiten eröffnen. Nach 1 Uhr heute Nachmittag startete der niederträchtige Schurke, den viele für ein Mitglied der Vox Populi halten, seinen schrecklichen Amoklauf. Alles ging sehr schnell. Hasserfüllt und zum Äußersten bereit, verletzte der Anarchist mehrere kolumbische Peacemaker, bevor er sich bis auf die Zähne bewaffnete und in eine Menge vollkommen unbescholtener Jahrmarktbesucher feuerte. Bisher hat er erwiesenermaßen mindestens 8 gottesfürchtige kolumbische Bürger vor den Thron ihres Schöpfers gebracht. Er gilt als extrem gefährlich und bösartig und wir ersuchen sie dringend, sich nicht der Gefahr auszusetzen, ihn ohne polizeiliche Hilfe stellen zu wollen. Und nun wieder Musik. WTF? Die haben über mich geredet. Gottesfürchtige Columbia, von wegen, ich habe in die Menge geschossen, die haben mich angegriffen. Oh Mann, ey. Dieses Columbia ist mehr im Arsch, als es dann heraussieht.
Audemus Patria Nostra Defende. Wieder. Doch auch geheim aus. Bei Hosen tödliche Stöße. Die Reichweite von Nahkampfangriffen wird um 3 erhöht. Okay, also 3 mal so viel. Was haben wir jetzt? Vergleich? Geistersoldat. Beim Töten mit einer Kräftefalle besteht eine 70%ige Chance, dass die Waffe des Feindes ein paar Sekunden lang ein geisterhafter Verbündeter wird. Das hört sich besser an, finde ich persönlich, weil dann spare ich Munition. Und so viel rumschlagen tue ich jetzt nicht. Deswegen nehme ich das mit, aber ich benutze es nicht. Mal wieder ein bisschen Silber. Ein bisschen Munition. Gut. Oh, hat sich doch auch gelohnt. Wird wieder irgendwas Rassistisches wahrscheinlich gezeigt. Comstock. Teile vom Gehirn oder wie? Also ich würde mal sagen, mit jedem seltsamen Glauben gibt es dann auch irgendwelche fanatischen Wissenschaften, die einherlaufen. Ich meine, wenn man sich mal die Scientology-Leute anguckt, die dann meinen, die Willenskraft messen zu können und all so ein Gedöns, ist ungefähr das gleiche hier, schätze ich. Liebe Mutter von Columbia, warum beten wir 3 Symbole zum Gedenken an dich an? Wir beten das Schwert an, auf das wir dich rächen. Wir beten den Raben an, auf das wir Augen überall in der Stadt haben. Wir beten den Sarg an, denn er symbolisiert die Schwere unseres Versagens. Fuck it. Ich schätze mal, das ist jetzt ein richtiger Endgegner. Den werde ich gleich mal ein bisschen einheizen. Schneller als ich dachte. Ach, die sind also auch fanatisch auf diese Frau, die den Samen des Propheten in sich trug. Ja, eindeutig. Teuflisches Zeug, das. Hallo. Das sieht doch wieder gut aus. So ähnlich wie die Wespen. Probieren wir das gleich mal aus. Nice. Also die können auf jeden Fall ziemlich gut ablenken, wenn sie Raben. Da sage ich nicht nein zu. Gut, jetzt haben wir die Salze wieder fast aufgefüllt. Neuer Hut, brennender Heiligenschein, Vergleich. Elektrischer Schlag, 70% Chance, dass ein Nahkampfziel betäubt wird. Opfer ist 4 Sekunden lang verwundbar.
70%ige Chance, dass Nahkampfziele in Brand gesetzt werden. Opfer nimmt 4 Sekunden lang 300 Schaden. Dann nehmen wir mal das mit dem Schaden. Oh. Das hier scheint kaputt zu sein. Der falsche Hirte, dieser Anarchist, ist entweder ein zwerghafter oder... Von der Station aus komme ich bestimmt nach Monument Island. Da geht's weiter. Aber ich schaue lieber mal, was es hier gibt. Ein bisschen Geld. Das ist schon mal gut. Blau. Nein, grün. Ich weiß nicht mehr. Seine Augen waren größer. Er schielt. Okay, Miss, erinnern Sie sich an die Haarfarbe? Es war rot und lockig. Er sah aus wie ein Ire, fand ich. Ja, genau so. Okay, und wie war er so? Oh, er war ganz sicher ein Anarchist. Die erkennt man überall, wissen Sie? Ja, ich weiß. Das ist sehr ähnlich. Okay, also wenn die versucht hat, mich zu beschreiben, ich würde mal sagen, von dem, was ich am Anfang in dem Wasserbehälter da gesehen habe, sieht das kein bisschen so aus wie ich. Aber gut. Das bestätigt dann nur, dass die Leute hier eine ordentliche Klatsche haben. Ein bisschen Geld? Ja. Oh, schnelles Spiel mit euch beiden hier. Jetzt mal hier reinrennen, was auch immer das hier für ein Gebäude wieder ist. Die Station, okay. Getestete Produkte für Ihre Sicherheit. Finde eine Gondel nach Monument Island. Gut, und ich würde sagen, bevor wir zu dieser Gondel kommen, und hier sieht es auch schon wieder nach einem ordentlichen Fight aus, und in Monument Island wird es sicherlich auch ordentlich abgehen, weil da soll ich ja das Mädchen finden, beenden wir diesen Part wieder und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao Leute! Willst du wohl aufhören? Hörst du jetzt auf? Tut dir das nichts? Wer sind Sie? Mein Name ist DeWitt.